Und wenn Sie einverstanden sind, würde ich den Punkt 10 jetzt aufrufen. Wenn nicht, würde ich es auch machen. Tagesordnungspunkt 10, Antrag Fraktion der CDU-Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Brexit gestalten mit dem Dringlichen Antrag 202117 und dem Dringlichen Antrag 2141. 7,5 Minuten, und es beginnt der Kollege Tobias Utte, CDU-Fraktion. Bitte sehr, Herr Tobias. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Morgen wird das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union austreten. Das bedauern wir ausdrücklich. Wir hätten uns gewünscht, dass die Briten mit uns an der Zukunft der Europäischen Union gearbeitet hätten, doch die Mehrheit hat sich anders entschieden. Die Ursachen für den Brexit reichen weit zurück. Bereits am Ende des Kalten Krieges hat Großbritannien die Chance nicht ergriffen, die neue europäische Ordnung mitzugestalten. Man verhielt sich mehr wie ein Beobachter, der ab und zu ein Veto gegen die Pläne der anderen einlegte, und nicht wie ein aktiver Gestalter. Ständig wurde um Sonderrechte und Ausnahmeregelungen für das Vereinigte Königreich gerungen. Dazu hat sich die englische Politik noch angewöhnt, für jede Fehlentwicklung in Großbritannien Brüssel verantwortlich zu machen. Gefälschte Fakten und haltlose Versprechen prägten die Kampagne der Brexit-Befürworter. Dabei haben Großbritannien und die EU von der Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs beide profitiert. So war es im Rahmen der EU möglich, den jahrzehntelangen Nordirland-Konflikt beizulegen. Die enge wirtschaftliche Verflechtung hat die internationale Wettbewerbsfähigkeit gestärkt, eines der prominenten gemeinsamen Projekte, der Airbus, sei hier nur genannt. Das Votum für den Brexit bleibt sehr bedauerlich. Denn egal, wie sich die weiteren Beziehungen zwischen EU und Großbritannien gestalten werden, besser als heute wird es nicht. Oder wie es David McAllister, der frühere niedersächsische Ministerpräsident und jetzige Brexit-Beauftragte des Europäischen Parlaments, sagte, Brexit has no winners, only losers. Wir als Land Hessen haben ein großes Interesse daran, dass die negativen Auswirkungen des Austritts so gering wie möglich bleiben. Dies gilt für in Hessen lebende britische Staatsangehörige, im Vereinigten Königreich lebende Menschen aus Hessen, hessische und britische Unternehmen sowie weitere in Hessen ansässige Institutionen wie Hochschulen, Schulen oder Vereine, die Beziehungen ins Vereinigte Königreich unterhalten. Während der Verhandlungen um den Brexit hat sich die Europäische Union als ausgesprochen geschlossen gezeigt. Die 27 verbleibenden Mitgliedstaaten haben sich trotz unterschiedlicher Interessen nicht auseinanderdividieren lassen und Großbritannien mit Respekt behandelt. Und immerhin ist es mit dem Austrittsvertrag gelungen, alle Fragen des Austritts zu regeln und Rechtssicherheit zu schaffen. Ein wesentlicher Bestandteil ist dabei die Übergangsregelung, die die Zeit zwischen Austritt und neuen Verträgen überbrücken soll. Allerdings ergibt sich hier eine große Herausforderung, vor allem die knappe Zeit. Die Übergangsregelung endet am 31. Dezember dieses Jahres. Wenn wir bis dahin kein Handels- und Zollabkommen haben, dann kann es immer noch zu einem sogenannten harten Brexit kommen. Wenn man weiß, dass das Aushandeln von Handelsverträgen zwischen der EU und anderen Nationen in der Regel mehrere Jahre dauert, ahnt man, dass das Risiko für eine vertragslose Zeit nicht gering ist. Daher befürworten wir ausdrücklich, dass die für das No-Deal-Szenario erarbeiteten Vorbereitungsmaßnahmen der Landesregierung bis zum Ablauf der Übergangsfrist aufrechtgehalten werden. Für uns steht in Bezug auf ein künftiges Freihandelsabkommen
fest, dass es sich dabei um ein gemischtes Abkommen handelt, das nicht in die ausschließliche Zuständigkeit der EU fällt. Aufgrund der zahlreichen Verflechtungen zwischen Hessen und Großbritannien unterstützen wir die Landesregierung dabei, unsere Interessen bei der Ausgestaltung der künftigen Beziehungen intensiv einzubringen. Wir wünschen uns, dass die bestehenden engen wirtschaftlichen Beziehungen durch niedrige Handelsbarrieren und faire Wettbewerbsbedingungen aufrechterhalten werden. Hessen ist stark an klugen und praktikablen Regelungen beim Handeln mit Finanzdienstleistungen, im Bereich des Luftverkehrs, bei Fragen des Datenschutzes, der Reisefreiheit, der Bürgerrechte, der Sicherheitspolitik und in der Zusammenarbeit auf den Feldern Bildung, Forschung, Umwelt- und Verbraucherschutz interessiert. Bei der Vorbereitung auf den Brexit hat sich die Zusammenarbeit der Landesregierung mit externen Partnern wie Kommunen, Verbänden, Unternehmen und anderen regionalen Organisationen bewährt. Wir wollen diese Zusammenarbeit auch während der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen in geeigneter Weise fortsetzen. Ministerin Puttrich und Staatssekretär Weinmeister haben den Europaausschuss umfassend über die Aktivitäten der Landesregierung informiert. Wir gehen davon aus, dass dies auch in den kommenden Monaten fortgesetzt wird. In den vergangenen 3 Jahren haben mehr als 3.000 Briten in Hessen einen Antrag auf Einbürgerung gestellt. Damit haben sie deutlich gemacht, dass sie trotz Brexit in Deutschland bleiben wollen. Gerne heißen wir die neuen deutschen Staatsbürger herzlich willkommen. Es besteht die Chance, dass diese Neu-Hessinnen und Hessen trotz Brexit eine lebendige Brücke zum Vereinigten Königreich bleiben. Wir werden alles unterstützen, was die Beziehungen zwischen Hessen und Großbritannien fördert. Das Interesse an Städtepartnerschaften und Austauschprogrammen wird möglicherweise in Zukunft wieder steigen. Auch wenn der morgige Tag einen Einschnitt in den Beziehungen zwischen EU und Großbritannien markiert, so bleibt doch die Hoffnung, dass sich beide in den kommenden Jahren wieder mehr annähern werden. Auch nach dem 31. Januar 2020 gilt, durch Geschichte, Geografie und durch zahllose Lebensläufe verbunden, bleibt Großbritannien ein Teil Europas. Vielen Dank, Kollege Utter. Das Wort hat Frau Abg. Waschke, SPD-Fraktion. Sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das britische Parlament hat dem Ausstiegsgesetz nun zugestimmt. Das Europäische Parlament hat gestern den Ausstiegsvertrag ratifiziert, und die verbleibenden Mitgliedstaaten werden das auch tun. Dann ist Großbritannien ab dem 1. Februar nicht mehr Mitglied der Europäischen Union. Auch wir bedauern das ausdrücklich. Dieser Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union bedeutet einen Neuanfang für unsere gemeinsame Geschichte. Und auch wenn der Antrag von CDU und GRÜNEN es so anmuten lässt, sollte es weit über die sich nun verändernden Wirtschaftsbeziehungen hinausgehen. Großbritannien, die Bürgerinnen und Bürger des Vereinigten Königreichs, sind unsere Freundinnen und Freunde. Ich denke da an die vielen Städte- und Gemeindepartnerschaften. Die Landeshauptstadt Wiesbaden pflegt eine Städtepartnerschaft mit Royal Tunbridge Wells. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Jahr jährt sich das Kriegsende zum 75. Mal. Und in diesen Tagen müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, wie wichtig es ist, die kriegerischen Auseinandersetzungen der deutschen Vergangenheit als ständige Herausforderung zu begreifen. Deswegen muss ich sagen, habe ich mich auch ein bisschen
über den AfD-Antrag gewundert, denn wir wissen ja, alle Spitzenfunktionäre finden diesen Teil unserer Geschichte ist ein Fliegenschiss. In beiden Weltkriegen standen sich britische und deutsche bzw. hessische Männer als Feinde gegenüber. Das macht die Partnerschaft zwischen Wiesbaden und Tunbridge-Wells ebenso besonders und eben auch so wichtig. Denn diese Freundschaft hat ihren Ursprung in der Versöhnungsbereitschaft auf beiden Seiten. Englische und deutsche Kriegsteilnehmer haben sich vor rund 60 Jahren entschlossen, aktiv Frieden miteinander zu schließen. Und so wurden aus den gegenseitigen Besuchen in den 1960er Jahren eine Freundschaft. Und solche Freundschaften enden durch den Brexit nicht. Auch wir hier im Hessischen Landtag haben als Freunde gehandelt. Wir haben die Entscheidung der Briten, die EU zu verlassen, schweren Herzens akzeptiert, auch wenn eine Mehrzahl der Mitglieder dieses Hauses im Sinne der Europäischen Union sich das anders gewünscht hätten. Wir haben auch in diesem Hause mehrfach über die Gründe diskutiert, weshalb die Briten die EU verlassen wollten, und wir haben auch das mit Respekt getan. Wir haben in Europa viel erreicht. Wir haben einen historisch hohen Bildungsstand, seit über 70 Jahren Frieden und Freiheit. Bei Gleichstellungs- und Minderheitsrechten sind wir auf einem guten Weg. Trotz schwieriger Zeiten wachsen unsere europäischen Volkswirtschaften immer weiter zusammen. Globale Probleme können wir also nur so gemeinsam lösen. Insofern wird auch die SPD den FDP-Antrag unterstützen. Am Beispiel des Brexits ist deutlich geworden, und das, Kolleginnen und Kollegen, das muss uns Sorgen machen. Am Beispiel des Brexits ist uns deutlich geworden, dass viele englische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Europäische Union eben nicht als Schützerin ihrer Interessen, sondern im Gegenteil eher als Bedrohung empfunden haben. Auch dadurch ist das Vertrauen der Wirkungskraft der europäischen Idee gerade in der arbeitenden Mitte in vielen Mitgliedstaaten geschrumpft. Viele Menschen sind nach der Finanzkrise ärmer geworden, und sie sind verunsichert. Gleichzeitig wird aber deutlich, dass internationale Konzerne satte Gewinne machen, aber kaum Steuern bezahlen. Jedem, der in jedem Monat an seinem Lohnzettel sehen kann, was ihm oder ihr an Steuern und Abgaben einbehalten wird, dem oder ihr ist das überhaupt nicht mehr zu erklären. Wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten fordern daher einen Pakt für Arbeit mit dem Grundsatz der gleichen Bezahlung für gleiche Arbeit, und Verstöße gegen Arbeits- und Sozialstandards müssen geahndet werden. Dafür muss eine europäische Arbeitsbehörde installiert werden, die auch grenzübergreifend Kontrollen durchführen kann. Wir brauchen eine europäische Arbeitslosenversicherung, die Menschen in allen Mitgliedstaaten absichert. Wir brauchen einen europäischen Mindestlohn. Und es muss endlich Schluss sein mit dieser ungerechten Besteuerung. Es ist unfair, wenn der Dachdeckermeister besteuert wird, der globale Internetgigant aber nicht. Und das kann nur auf europäischer Ebene geregelt werden. Ein Mitgliedstaat alleine wird das nicht schaffen. Großbritannien nun hat sich entschlossen, diese Herausforderung, die es ja im Vereinigten Königreich nach wie vor gibt, in Zukunft nicht mehr als Mitglied der EU anzupacken. Aufgrund unserer Freundschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen, dürfen wir den Brexit aber nicht als Trennung empfinden. Und wir dürfen uns auch gegenseitig mit unseren Herausforderungen nicht alleine lassen. Wir stehen vor einem Neuanfang. Das beinhaltet, dass wir unsere Zukunft neu sortieren müssen. Natürlich müssen wir über die wirtschaftlichen Beziehungen eine Verständigung finden. Für ein Handelsabkommen bleiben uns 11 Monate Zeit. Kollege Utter ist darauf eingegangen. Ich halte das für sehr ambitioniert. Natürlich müssen wir eine Wirtschaftspartnerschaft von Umwelt- und Sozialstandards, von staatlichen Beihilfen und Steuerfragen abhängig machen. Und natürlich wäre es ein großer Erfolg, wenn es am Ende hieße, null Zölle, null Quoten, null Dumping.
Wir sollten eine Partnerschaft mit Großbritannien anstreben, die weit über Handelsbeziehungen hinausgeht. Brexit gestalten, so ist der Antrag von CDU und GRÜNEN überschrieben. Das erinnert mich ein bisschen an ein Wahlplakat. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten verfolgen das Ziel konstruktiv, einen Neuanfang in der Freundschaft zwischen Hessen und Großbritannien zu erarbeiten. Dabei spielt für uns der irische Friedensprozess eine sehr wichtige Rolle, aber auch die Integrität des Binnenmarktes, der Schutz der Rechte der Bürgerinnen und Bürger. Aber ein Antrag, wie er von CDU und GRÜNEN gestellt wird, reduziert unsere Freundschaft in großen Teilen auf eine Handelspartnerschaft. Zwar beinhaltet er die Sorgen der in Großbritannien lebenden Hessen, auch Bürgerrechte, Reisefreiheit, Sicherheitspolitik werden angerissen. Aber ich sage das auch deutlich, ich hätte mir gewünscht, dass es weniger um die hessischen Interessen geht, sondern mehr um die gemeinsamen Interessen. Denn, Kolleginnen und Kollegen, ist es nicht so, dass die Reduzierung auf eigene Interessen ja erst zu diesem Brexit geführt hat. Vielen Dank, Frau Kollegin Waschke. Wir haben die Wortmeldungen hier ein bisschen sortiert, damit es ein bisschen spannender wird. Der nächste ist der Kollege Stirböck, und dann kommt der Kollege Bolldorf. Kollege Oliver Stirböck, Offenbach Stadt. Das kann man nicht deutlich genug betonen. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit Großbritannien verlässt erstmals ein Mitgliedstaat die Europäische Union. Das ist eine Zäsur. Aus Sicht der Freien Demokraten schwächt der Brexit die europäische Idee, das Gewicht Europas in der Welt, den Binnenmarkt, aber auch die marktwirtschaftlichen Kräfte in der Europäischen Union. Die heute vorliegenden Anträge von Koalition und Freien Demokraten zeigen, dass wir gemeinsam den Brexit bedauern, enge Beziehungen zu Großbritannien wünschen und für ein starkes Europa plädieren. Das ist ein gutes Signal. Noch besser wäre es freilich gewesen, wir hätten gemeinsam diese historische Stunde dazu genutzt, eine gemeinsame Position der staatstragenden Parteien der Mitte, CDU, GRÜNE, SPD und Freie Demokraten, zu entwickeln. Die Entscheidung der Briten müssen wir alle gemeinsam akzeptieren. Die Landesregierung hat nach dem Referendum unter anderem mit ihrer Stabsstelle sicher einen Beitrag dafür geleistet, die Folgen des Brexit abzumildern. Wenn die AfD aber in ihrem Antrag von einem fairen Referendum spricht, bei einem Referendum, bei dem bekanntlich massiv mit Fake News gearbeitet worden ist, dann zeigt das, welche Methoden Sie gutheißen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, ich weiß, Sie haben Europa lieb, Sie haben Europa so lieb, dass Sie 27 Europas gerne haben würden, liebe Kolleginnen und Kollegen der AfD. Die Beziehungen zwischen Großbritannien und Deutschland sind eng. Das gilt gerade auch für Hessen, ob im wirtschaftlichen, im kulturellen oder auch einfach nur im privaten und persönlichen Bereich. Diese Beziehungen bestehen aber nicht erst seit 1973, dem Beitritt des Vereinigten Königreichs zur damaligen Europäischen Gemeinschaft. Sie bestanden vorher, und sie werden auch künftig bestehen. Und das ist auch gut so. Wir sollten daher alles dafür tun, dass die Menschen und Unternehmen aus dem einen Land auch künftig im anderen Land leben und tätig sein können. Wir sollten die Beziehungen sogar vertiefen, etwa beim Schüleraustausch. Beteiligen wir Großbritannien weiter an Programmen wie Erasmus+. Lassen wir die europäische Flamme im Vereinigten Königreich und in Europa gerade bei der Jugend weiter lodern.
Hessen ist die europäische Region, die am stärksten vom gemeinsamen europäischen Binnenmarkt profitiert. Wenn wir nicht handeln, drohen Handelshemmnisse wie Zölle und neue Bürokratie. Zusätzliche Zulassungsverfahren, z. B. im Pharmabereich, könnten notwendig werden. Dazu muss und dazu darf es nicht kommen. Weil zum 31.12. die bisherigen Regeln des Binnenmarkts auslaufen, brauchen wir schnell ein Abkommen über die zukünftigen Beziehungen. Angesichts der neuen Mehrheit der Konservativen im britischen Parlament wird es wohl keine Verlängerung dieser Frist geben. An dieser Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und GRÜNEN, wird Ihr Antrag Ziffer 5 spannend. Denn daraus atmet sozusagen die Skepsis der GRÜNEN gegenüber Freihandelsabkommen. Auch für die zukünftigen wirtschaftlichen Regelungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich vermeiden Sie ein klares und unmissverständliches Bekenntnis für ein Freihandelsabkommen. Die Vorfeststellung, es handelt sich um ein gemischtes Abkommen, mag Ihnen heute wieder den Koalitionsfrieden wahren, aber in der Sache hilft es wenig. Lassen Sie uns Schritt für Schritt vorgehen und ein Freihandelsabkommen mit möglichst geringen Hemmnissen abschließen. Lassen Sie uns das Freihandelsabkommen mit Kanada, CETA, als Blaupause nutzen. Nutzen wir auch die Chancen des Brexit. Ja, die Landesregierung war bei der Ansiedlung von Unternehmen im Zuge des Brexit vielleicht nicht ganz so erfolgreich wie erwartet. Aber wir haben alle Chancen, dass Frankfurt der führende Finanzplatz in der EU wird. Dafür brauchen wir gerade mit Blick auf den Finanzplatz London faire Wettbewerbsbedingungen und möglichst eine einheitliche Regulierung. Daher brauchen wir eine echte Kapitalmarktunion. Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU ist auch eine Folge der Krise der Europäischen Union. Die EU hat viel von ihrer Strahlkraft verloren. Sie hat sich zu oft im Klein-Klein verloren, statt Antworten auf die großen Herausforderungen zu geben. Ob etwa gemeinsamer Schutz des Klimas statt Klimanationalismus, ob etwa gemeinsamer Schutz der Außengrenzen statt kontrollierte Grenzen zwischen europäischen Staaten, der Brexit sollte uns aufrütteln, Europa besser zu machen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dieses Europa steht weiterhin vor großen Herausforderungen. Daher begrüßen wir die Initiative zur Konferenz zur Zukunft Europas. Gerade Hessen hat ein vitales Interesse, die weitere Entwicklung Europas mitzugestalten. Deshalb wollen wir mit unserem Antrag auch ein Bekenntnis des Landtages zum Mitwirken der Regionen an diesem Prozess erreichen und hoffen auf eine breite Unterstützung. Wenn wir die neuen 20er Jahre zum Jahrzehnt der Chancen machen wollen, müssen wir auch Europas Chancen nutzen. Machen wir Europa groß. Das macht die Populisten klein. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Stirböck. – Das Wort hat der Abg. Bolldorf, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Besucher, Kolleginnen und Kollegen! Herr Stirböck, ganz zu Beginn meines Vortrags möchte ich doch einmal darauf hinweisen, dass Sie besser beraten gewesen wären, sich sachlich mit unserem Antrag auseinanderzusetzen. Und eine Empfehlung von mir. Ich glaube nicht, dass Sie sich mit den Unterschieden zwischen Europa und der Europäischen Union bisher beschäftigt haben, sonst hätten Sie diesen Vortrag nicht halten können. Meine Damen und Herren, 1.317 Tage sind seit dem 23. Juni 2016 vergangen, bei dem das britische Volk in einem freien und fairen Referendum für den Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union entschieden hat. In den vergangenen drei Jahren sind wir mit vielen Unwägbarkeiten konfrontiert worden. Die Gefahr eines harten Brexit mit großen Nachteilen für beide Seiten stand mehrfach im Raum.
und ist auch immer noch nicht längst vom Tisch. Wir blicken in den zurückliegenden Austrittsprozess, aber auch mit der Erkenntnis, dass die Glaubwürdigkeit der politischen Eliten auf beiden Seiten stark gelitten hat. Beispiel 1. Die mehrfache Ablehnung des Brexit-Abkommens im Unterhaus, maßgeblich durch Sozialisten und Grüne, hat die Stabilität des Vereinigten Königreiches massiv gefährdet. Zweites Beispiel. Äußerungen wie beispielsweise von EU-Ratschef Donald Tusk, der Brexit-Befürwortern einen Platz in der Hölle wünscht, sprechen für sich selbst. Das bedarf keiner weiteren Kommentierung. Meine Damen und Herren, der Brexit markiert das Ende einer EU-Mitgliedschaft, aber zugleich auch einen Neuanfang. Er bietet uns die Chance, die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zum Vereinigten Königreich so zu organisieren, dass sie im beiderseitigen Interesse fair ausgestaltet sind und die bestmögliche Entwicklung für alle Seiten bringen. Es ist und liegt im zentralen Interesse Hessens, dass auf europäischer Ebene etwa ein Freihandelsabkommen geschlossen wird. Das Vereinigte Königreich, meine Damen und Herren, das sollten wir uns immer vor Augen führen, ist kein Gegner, sondern ein starker und verlässlicher Partner bei der Bewältigung europäischer und internationaler Herausforderungen. Zudem ist es wichtig, dass auch zukünftige Beziehungen in den Bereichen definiert werden, die für unser Bundesland von großem Belang sind. Das betrifft etwa den Flugverkehr und die grenzüberschreitende Mobilität, die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit sowie Kooperationen auf den Feldern Forschung, Landwirtschaft, Kultur, Wissenschaft, Jugendförderung und weitere. Eine zentrale Folge des Brexit ist der Wechsel vieler Banken und Finanzinstitute von London in den Euroraum. Hier kommt für uns als Land Hessen eine Aufgabe, aber auch eine große Verantwortung zu. Einem Artikel des Tagesspiegels vom 27. Januar ist zu entnehmen, dass 31 Banken und 20 Finanzdienstleister in diesem Zusammenhang nach Frankfurt am Main umziehen. Hier müssen wir alle möglichen Anstrengungen unternehmen, diesen Prozess durch eine attraktive Standortpolitik wohlwollend und konstruktiv zu begleiten. Die AfD-Fraktion möchte, dass unser Bankenstandort entscheidend aufgewertet wird, damit nicht Paris oder Amsterdam, sondern Frankfurt am Main diesen europäischen Standortwettbewerb gewinnt. Dazu fordern wir die Landesregierung in unserem Antrag auf. Der Brexit stellt auch unsere internationale und exportorientierte Wirtschaft vor große Herausforderungen. Nach Auskünften unseres Wirtschaftsministers kommen viele Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor und der Realwirtschaft nach Hessen. Aber auch unsere hessischen Unternehmen haben Anliegen und erwarten Klarheit darüber, wie es nach dem Brexit weitergeht und wie sie richtig investieren und vor allem dauerhaft wettbewerbsfähig sein können. Hier sollte die Landesregierung mit Ihnen in den Dialog treten und bestehende Fördermaßnahmen wie beispielsweise das Beratungsprogramm Brexit-Check weiterentwickeln. Meine Damen und Herren, auch auf gesellschaftlicher und kultureller Ebene können die Beziehungen zum Vereinigten Königreich intensiv und nachhaltig gestaltet werden. Hier sind die kommunalen Partnerschaften, das wurde auch schon angesprochen, von großer Bedeutung. Sie verbinden durch Begegnung und gemeinsame kulturelle, sportliche und bildende Aktivitäten im Sinne der Völkerverständigung Menschen beider Staaten, Deutsche und Briten. Und das, meine Damen und Herren, ist der gelebte europäische Gedanke, den auch wir als AfD-Fraktion im Hessischen Landtag teilen. Für Sie als Landesregierung sollte es insofern ein Anliegen sein, durch finanzielle Fördermaßnahmen für unsere Kommunen die hessisch-britische Partnerschaft auf regionaler Ebene zu stärken. Meine Damen und Herren, der Brexit muss uns allen auch ein Anlass zur Selbstkritik sein. Wenn sich eine so bedeutsame Nation dazu entscheidet, die EU zu verlassen, hat dies doch gewichtige Ursachen. Ich stelle die Frage, ist der Weg
auf dem sich die Europäische Union befindet, noch der richtige? Sind immer mehr Zentralismus und die Verlagerung von immer mehr Kompetenzen auf die europäische Ebene die richtige Entwicklung? Sind nationale Alleingänge in etwa der Migration oder der Klimapolitik für den europäischen Gedanken förderlich? Wir als AfD-Fraktion glauben dies nicht. Und angesichts derzeitiger Diskussionen etwa über das Volumen des nächsten EU-Haushaltes sowie des Anteils Deutschlands daran, ist jedoch erkennbar, dass der Wille zur kritischen Selbstreflexion zumindest bei den derzeitigen politischen Entscheidungsträgern in Deutschland nicht vorhanden ist. Gestatten Sie mir zum Schluss eine ganz persönliche Anmerkung. Ich werde, und ich denke auch die Kollegen der AfD, vielleicht auch andere, die hervorragenden Reden von Nigel Farage sehr vermissen. Die AfD-Fraktion wünscht den Briten weiterhin persönlichen und wirtschaftlichen Erfolg und uns zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern des Vereinigten Königreiches ein weiterhin gutes Miteinander. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Woldorf. Das Wort hat die Frau Abgeordnete Dahlke, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich erinnere mich noch genau an den Morgen des 24. Juni 2016, als ich wie viele andere fassungslos auf mein Handy geschaut habe und da die Push-Mitteilung Mehrheit für Brexit stand. Etwa 3,5 Jahre später ist es morgen soweit. Das erste Mal in der Geschichte der EU verlässt ein Land die Gemeinschaft, weil die Mehrheit der Teilnehmerinnen des Referendums der Meinung war, das sei gut für ihr Land. Als überzeugte Europäerin hätte ich gegen den Austritt gestimmt und will an dieser Stelle auch zuallererst sagen, auch wir sind über den Brexit sehr traurig. Aber das Vereinigte Königreich wird nach 47 Jahren die EU verlassen, und wir müssen uns jetzt fragen, wie wir mit dieser Tatsache umgehen. Am Tag danach beginnt die Phase der Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen. Diese Phase soll nur bis Ende des Jahres dauern, und so lange gilt die Übergangsfrist des Austrittsabkommens, während der die meisten von uns den Brexit erst einmal gar nicht groß bemerken werden. Wir können vorerst weiter mit unserem Personalausweis nach London oder in die schottischen Highlands reisen, Unternehmen können weiter ihre Waren über die Grenze bringen und Studierende können weiterhin Auslandssemester über Erasmus in Cardiff oder in Liverpool verbringen. Schaut man sich an, dass die EU zum Abschluss von internationalen Handelsabkommen aktuell etwa 4 Jahre braucht, ist bis Ende des Jahres aber eine viel zu kurze Zeit, haben wir eben auch schon gesagt. Ende Dezember droht also wieder ein No-Deal-Brexit oder ein No-Deal-Szenario. Hessen ist, soweit das möglich ist, darauf weiterhin gut vorbereitet. Und ja, der Brexit bringt auch Chancen für Hessen mit sich. Dennoch hätten auch hessische Unternehmen und Bürgerinnen sowie britische Bürgerinnen in Hessen unter einem No-Deal-Brexit zu leiden. An dieser Stelle freue ich mich, dass bereits 3.000 Bürgerinnen aus dem Vereinigten Königreich in Hessen einen Antrag auf die deutsche Staatsbürgerschaft gestellt haben, weil sie weiter Teil der EU sein wollen. Deutschland hat in der zweiten Jahreshälfte den EU-Ratsvorsitz inne und damit auch eine besondere Verantwortung, die Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen intensiv zu begleiten. Und hier gilt, stellen wir uns gegen die Meinung einiger britischer populistischer Politiker, die das Land in eine Steueroase mit niedrigen Standards verwandeln wollen. Fordern wir stattdessen, dass sich das Vereinigte Königreich auch zukünftig an die Wettbewerbsregeln, Standards und Werte der EU halten muss. Die 4 Grundfreiheiten des Binnenmarkts gibt es nur zusammen, und auch Umwelt- und Sozialdumping können wir nicht zulassen. Wenn wir das schaffen, dann ist das nicht nur wichtig für die Menschen, Unternehmen und Institutionen in Hessen, die enge Beziehungen zum Vereinigten Königreich unterhalten, sondern wäre ein Gewinn für die gesamte Europäische Union. Ja, wir haben es eben auch schon gehört, der Brexit ist eine Zäsur für die EU.
Wir sollten ihn aber auch als Weckruf und damit verbunden als Chance verstehen, die Europäische Union weiterzuentwickeln. Und dazu möchte ich zwei Punkte sagen. Erstens. Die Brexit-Kampagne war getrieben von Lügen und Übertreibungen und ist nur der Gipfel einer jahrelangen Hetzkampagne gegen die EU. Die nationalistischen und rechten Kräfte hatten und haben weiterhin zum Ziel, die EU zu spalten. Und deswegen machen sie auch weiterhin antieuropäische Stimmung. Und auch innerhalb der EU spielt eine Politik, die neben Wirtschaft zwar mittlerweile auch die Klimakrise ernst nimmt, aber soziale Fragen noch nicht ernst genug, Populisten in die Hände. Die EU ist nicht bloß ein Wirtschaftsraum mit gemeinsamen Werten. Und einem Nationalismus, der auf einer konstruierten Identität aufbaut und Minderheiten ausschließt, muss die EU eine verbindliche Antidiskriminierungsrichtlinie und europäische Gesetze über Mindestsicherung entgegensetzen. Grundwerte der EU wie Gleichheit und Minderheitenschutz müssen wir wieder stärker auf die Agenda setzen. Und zweitens. Das hohe Interesse an der Europawahl letztes Jahr und die hohe Wahlbeteiligung haben Europa gestärkt. Trotz Brexit gibt es insgesamt im Moment eine proeuropäische Stimmung, finde ich, die wir nutzen müssen. Die ursprüngliche Befürchtung, dass wir jetzt auch einen Grexit oder Frexit erleben, hat sich nicht bewahrheitet, und das ist ein starkes proeuropäisches Signal. Nach der Europawahl hat die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Konferenz zur Zukunft der EU ins Leben gerufen. Diese Konferenz ist zugleich Chance und Verpflichtung, die Bürgerinnen wieder stärker an europäischer Politik zu beteiligen. Die Bürgerbeteiligung kann die europäische Handlungsfähigkeit stärken und gleichzeitig nationale Egoismen schwächen. Städte und Gemeinden, Verbände und Unternehmen und die Zivilgesellschaft sind jetzt aufgefordert, sich an der Konferenz zu beteiligen, sich zu engagieren und ihre Ideen einzubringen. Und als Grüne werden wir alles tun, um die Debatte zur Zukunft Europas in die Breite zu tragen. Morgen findet der Brexit also statt. Ein bekannter britischer Staatsbürger von mir, also er ist nicht bekannt, aber er ist mir bekannt, hat in den sozialen Medien gestern gepostet, es fühlt sich nicht an, als würden wir die EU verlassen, sondern es fühlt sich an, als würde das Vereinigte Königreich mich verlassen. Ich denke, wir sehen hier, es gibt bereits eine starke Bürgerbewegung für möglichst enge Beziehungen zur EU mit dem langfristigen Ziel, an einem Wiedereintritt in die EU zu arbeiten. Diese Pro-Europäerinnen im Vereinigten Königreich dürfen wir nicht alleine lassen, sondern immer wieder betonen, dass sie bei uns immer willkommen sind. Und das gilt auch für ein möglicherweise unabhängiges Schottland, man weiß es ja nicht, oder ein vereintes Irland. Wann immer Teile oder das gesamte Vereinigte Königreich zurück in die EU wollen, sollen sie uns herzlich willkommen sein. Im Europäischen Parlament hat sich im Dezember schon eine UK Friendship Group unter Parlamentarierinnen gegründet. Und das ist, wie ich finde, ein wunderschönes Beispiel und wichtiges Symbol für diese zugewandte Haltung. Dass unsere Stärke die Gemeinschaft und der Zusammenhalt ist und nicht die Spaltung, das dürfen wir auch im Hinblick auf die Geschichte der Europäischen Union niemals vergessen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dahlke. Das Wort hat die Frau Abg. Scheuch-Paschkewitz, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, werte Gäste! Nun ist es endgültig. Großbritannien und Nordirland werden morgen keine Mitglieder der EU mehr sein. Ein großer Teil der Menschen in Großbritannien hat der EU ihr Vertrauen entzogen und sich abgewandt. Abgewandt von einer EU der Konzerne, der Deregulierung und der Konkurrenz. Sie haben sich von einer EU abgewandt, in der der freie Markt wichtiger ist als der soziale Zusammenhalt. Als Linke kann ich die Menschen verstehen,
die sich von einer Politik der EU nicht vertreten fühlen, die unter anderem auch für Kürzungspolitik und Schwerfälligkeit steht. Als Linke bedauere ich es aber auch, dass die Idee einer europäischen Gemeinschaft wegen der EU-Politik nunmehr ihren Glanz verloren hat. Wir brauchen eine andere Europapolitik, eine solidarische Politik von und für die Menschen, die es betrifft. Nur so kann verhindert werden, dass sich weitere Staaten von der EU abwenden, und nur so kann der grassierende Nationalismus zurückgedrängt werden. In Großbritannien bestimmen nationalistische Positionen gerade die Politik, und Boris Johnson inszeniert sich als Vollstrecker des Volkswillens. Johnson hat immer mit einem No-Deal-Szenario gedroht. Jetzt gibt es zumindest nach jahrelangen zähen Verhandlungen einen Austrittsvertrag. Allerdings bleibt weiter vieles ungewiss, denn die Entscheidung über viele wichtige Fragen steht erst noch an. Das künftige wirtschaftliche Verhältnis zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich ist ungeklärt. Ob es ein Freihandelsabkommen geben wird und wenn ja, unter welchen Bedingungen, alles unklar. Aber andere wesentliche Fragen sind nicht geklärt. Wie sieht es aus mit der Außen- und Sicherheitspolitik? Wie sieht es zukünftig aus nach Ende 2020 mit der Frage von Grenzkontrollen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich? Vieles ist ungeklärt, und durch den Austrittsvertrag von gestern das Chaos noch nicht abgewandt. Boris Johnson tritt leider sehr kompromisslos auf. Wichtig ist, dass von Seiten der EU und auch des Landes Hessen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger auf eine möglichst gute Kooperation hingearbeitet wird. In den Anträgen wird ein großer Schwerpunkt auf die Wirtschaft und das zu gestaltende Freihandelsabkommen gelegt. Aber es ist nicht nur aus Gesichtspunkten des Wettbewerbs wichtig, dass es in Großbritannien nicht zu einem Abbau von Umwelt- und Verbraucherstandards, von Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerrechten und sozialen Rechten kommt. Zuallererst ist die Einhaltung dieser Standards und die Aufrechterhaltung dieser Rechte wichtig für die Betroffenen. Wir wollen nicht, dass es in Großbritannien zu Lohndumping kommt, denn alle Menschen sollen faire Löhne bekommen, egal ob sie Deutsche, Briten oder Griechen sind. Wir können nur hoffen, dass der Brexit die Lebensqualität der Menschen nicht negativ beeinflussen wird. Es gibt eine große Verunsicherung, welche Konsequenzen der Brexit noch haben wird. Rund 3.000 Briten, die sich in Hessen zu Hause fühlen, haben daher in den letzten Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Nun ist es wichtig, diese Menschen in Hessen willkommen zu heißen und ihnen die Integration zu erleichtern. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat die Europaministerin, Frau Staatsministerin Lucia Puttrich. Bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich bin gestern bei der Europaministerkonferenz in Brüssel gewesen. Und als ich dann heute Nacht nach Hause gefahren bin und ein bisschen Zeit hatte, mir die Nachrichten dann hinter meine Mediathek anzusehen, dann kann ich nur sagen, es waren traurige Bilder. Es waren traurige Bilder, die man gesehen hat im Europaparlament, in der eine tiefe Betroffenheit herrschte und es nicht so ist, dass die dort sitzen froh sind, dass sie nicht mehr in der Europäischen Union sind, sondern dass viele, auch britische Abgeordnete, mit einer großen Trauer Abschied genommen haben, nicht weil sie ein Mandat verlieren, sondern weil sie in dem Moment wissen, was geschehen ist. Und was dort geschehen ist, ist in der Tat das Ergebnis von Populismus, von Fake News, von Lügen mit der Folge der Spaltung eines Landes. Und das muss uns traurig machen aus zwei Gründen heraus.
weil es die Absicht von Populisten gewesen ist, diese Spaltung in diesem Lande herbeizuführen, weil sie damit mehrheitsfähig wurden. Und ich kann nur sagen, ich werde Farage mit Sicherheit nicht vermissen. Er selbst übrigens hat sich ja überflüssig gemacht, weil er sein Ziel erreicht hat. Wenn ich mir anschaue, was dort passiert ist, dass das Land gespalten ist und gleichzeitig die Einheit des Vereinigten Königreichs auf dem Spiel steht, dann ist das ein Punkt für uns, der uns mit großer Sorge umtreiben muss. Und wenn man sieht, dass von außen betrachtet es Interessen gibt, auch die Europäische Union zu spalten, dann kann ich nur sagen, man sollte mal darüber nachdenken, welche Rolle die Europäische Union in der Welt spielt, wo unsere Stärken sind, nicht durch Spaltung, sondern durch Gemeinsamkeit. Und insofern, sehr geehrte Damen und Herren, haben wir uns als Hessische Landesregierung auch sehr schnell nach dem Votum der Briten zum Referendum, das ja sehr knapp ausgegangen ist, das muss man auch noch einmal dazu sagen. Auch jetzt ist es ja noch so, dass das Land gespalten ist und dass es hälftig ist, welcher Teil in Großbritannien der Europäischen Union sein will und nicht sein will. Dass dort die Abspaltung von Großbritannien, von Wales, die Situation in Nordirland eine ist, die das Land unter große Belastungen stellt, insofern alles andere als ein Grund zur Freude. Also, wir haben uns der Aufgabe gestellt, wir haben eine Arbeitsstruktur geschaffen, in der wir erst einmal erreichen wollten, das auch erreicht haben, dass ein Beziehungsabkommen verhandelt werden kann, dass die Bundesländer mit einbezogen werden, dass die Interessen der Bundesländer mit einbezogen werden. Da ist Hessen an der Spitze gewesen, weil wir auch diejenigen sind, die größten Interessen haben. Wir sind ein Pharmastandort, wir sind ein Chemiestandort, wir sind ein Luftfahrtstandort, wir sind ein Finanzplatz und. Wir haben viele Beispiele, die hier in den Reden genannt wurden. Und das muss ich dazu sagen, dass selbstverständlich ist für uns wichtig, dass es eine gute Wirtschaft gibt. Und selbstverständlich ist für uns Großbritannien ein wichtiger Wirtschaftspartner. Nämlich ohne gute Wirtschaft kann man auch keine entsprechenden Standards schaffen. Insofern arbeiten wir daran, weiter ein gutes Verhältnis zu haben. Und es ist traurig, dass diese große Volkswirtschaft ausgeschieden ist. Wir haben unsere Interessen eingebracht. Und da kann ich sagen, da ist Hessen an der Spitze gewesen. Die Arbeitsstruktur, die wir inzwischen geschaffen haben, ist eine, die sich bewährt hat und die wir auch weiterführen werden. Ja, in allem Schlechten liegt auch irgendwas Gutes, wobei wir nicht gewollt hätten, dass das Gute sich überhaupt in dieser Form entwickeln muss. Aber ja, wir haben eine Arbeitsstruktur geschaffen mit der Brexit-Stabstelle, die kein anderes Land hatte in dieser Form wie wir. Wir hatten rund 150 Treffen mit unseren Partnern, in denen besprochen wurde, was bedeutet das, wie muss man sich vorbereiten auf einen harten Brexit oder auf einen Brexit mit einem Abkommen. Das ist uns gelungen, und mit dieser Arbeitsstruktur haben wir gearbeitet und werden wir auch weiterarbeiten. Und das macht uns stark. Insofern haben wir an der Stelle in der Tat tatsächlich auch ein Stück mehr Zusammenhalt und Zusammenarbeit hier bei uns erreicht mit Partnern, in der die Arbeit vorher nicht so intensiv gewesen ist. Und wie geht es weiter? Ja, es geht insofern weiter, dass wir mit dieser Arbeit ja nicht aufhören, sondern jetzt steht an, ist es denn möglich, in der Tat ein Beziehungsabkommen abzuschließen? Und das ist ja mehrmals angesprochen worden. Das ist extrem anspruchsvoll. Von diesem einen Jahr, das ja gar kein Jahr mehr ist, bis zum Ende 2020 bleiben ein paar Monate übrig. In diesen paar Monaten soll es möglich sein, ein entsprechendes Beziehungsabkommen zu verhandeln, das dann ja auch mit großer Wahrscheinlichkeit ein gemischtes Abkommen ist und durch alle Mitgliedstaaten entsprechend dann noch entsprechend dem zuzustimmen ist, und das in den unterschiedlichen Situationen. In Deutschland wären das ja Bundestag und Bundesrat. So, bei diesem Beziehungsabkommen, das zu verhandeln ist, ist selbstverständlich die Rolle der Länder eine besonders wichtige. Und wir bringen uns als Hessen damit ein, weil wir die Interessen haben, wie ich sie eben gerade beschrieben haben. Wegen der Wirtschaft, selbstverständlich, wegen der guten Beziehungen, wegen der Partnerschaften, aber auch wegen der Menschen. Und das muss man dazu sagen, und das möchte ich noch einmal besonders betonen, was wir doch alle miteinander wissen, ist eine große, starke Europäische Union mit vielen Herausforderungen, die wir gemeinsam lösen, friedenssichernd. Und das brauchen wir in dieser Welt, friedenssichernd. Und deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, ja, wir werden uns einbringen in diesem starken Maße, wie ich es eben gerade beschrieben habe, mit den Interessen, die wir haben, mit dieser Struktur, die wir haben, und auch mit dieser starken Stimme, die die Hessen innerhalb Deutschlands haben und Deutschland innerhalb der Europäischen Union. Ja, und es ist angesprochen worden, wenn etwas nicht so läuft, wie man es sich gewünscht hätte, stellt man sich doch selbstverständlich die Frage, wie konnte es denn dazu kommen? Selbstverständlich stellt sich doch jeder die Frage, wie konnte es zum Brexit kommen?
Und ist irgendetwas falsch gemacht worden? Da muss ich auch eines klar sagen. Wissen Sie, wenn man sagt, es läuft vielleicht nicht alles gut bei der Europäischen Union, und das wissen wir alle miteinander, dann ist so die Grundfrage, hat man den Willen, es zu verbessern, oder will man es zerstören? Und bei Ihnen sage ich, Sie wollen es zerstören. Wenn ich sage, Sie wollen es zerstören, dann ist das mein Blick auf die rechte Seite von mir gesehen, auf dem Plenarsaal. Sie arbeiten nicht an einer Einheit der Europäischen Union, weil ich ganz klar sage, wer verarscht, vermisst, der setzt auf Hass und Hass zerstört. Und deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, noch ein Blick in die Zukunft. Ich habe gesagt, ja, die Rolle Hessens ist stark. Wir werden die entsprechend nutzen. Wir werden daran arbeiten. Und wir werden auch daran arbeiten, selbstverständlich, dass die Briten unsere Freunde bleiben. Die 11.000, die hier wohnen, diejenigen, die die deutsche Staatsbürgerschaft entsprechend beantragt haben, wie sie angesprochen wurden, 3.000 und wenn es mehr sein sollten, auch noch mehr. Wir werden daran arbeiten, dass junge Menschen Hoffnungen haben, dass die daran arbeiten, dass dieser Austritt der Europäischen Union nicht Goodbye bedeutet, sondern auf Wiedersehen. Und dass wir eine Chance haben, dass wir Großbritannien auch wiedersehen und dass wir enge Beziehungen haben, miteinander arbeiten für das, was uns in dieser Welt ja bewegt. Und da möchte ich doch mal den Blick über den Tellerrand noch mal Ihnen empfehlen und auch wieder der besonderen rechten Seite hier von mir gesehen im Plenarsaal. Wir haben eine Situation in der Welt, in der wir nur mit einer gemeinsamen, starken Europäischen Union erfolgreich sein können. Wenn wir schauen, was im Moment passiert, dann heißt das, wir haben einen Machtkampf in der Welt durch die Globalisierung, durch unterschiedliche Veränderungen, indem man doch nicht glauben kann, dass wir alleine nationalistisch in irgendeiner Form überhaupt eine Chance hätten. Wenn wir uns den Wettbewerb in der Welt anschauen und gucken uns an, wir schauen uns Russland an, wir schauen uns China an, wir schauen uns die Vereinigten Staaten an oder andere Länder, dann kann doch kein Mensch glauben, dass wir alleine es schaffen würden, als einzelner Staat oder als ausgetretener Staat, also einzelner Mitgliedstaat, in irgendeiner Form eine Chance in dieser globalisierten Welt zu haben und für die Menschen Frieden, Wohlstand und Freiheit zu garantieren. Und insofern sind wir diejenigen, die auf das, was in dieser Welt zu leisten ist und das, was wir entsprechend als Herausforderung haben, es nur gemeinsam tun werden. Und in diesem guten Geist arbeiten wir an guten Beziehungen zu Großbritannien und arbeiten selbstverständlich an der Verbesserung all dessen, was in der Europäischen Union verbessert werden kann. Und deshalb werden wir auch als Landesregierung uns dafür einsetzen, dass bei diesem Zukunftskongress der Europäischen Union es keine Veranstaltung wird, in der man sich mit sich selbst beschäftigt, sondern ein breites, offenes Verfahren hat, um viele Menschen zu beteiligen, etwas für Europa zu tun. Besten Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Wir sind am Ende der Debatte. Was machen wir mit den Anträgen? Was machen wir? Ja, drück drauf. Wir würden vorschlagen, sie in die Ausschüsse zu überweisen. Vielleicht bekommen die Ausschüsse es ja hin, dass wir daraus etwas Gemeinsames machen können. Einvernehmen in die Ausschüsse. Gut, dann werden die beiden Anträge 2021-17 und 2021-41 in den Europaausschuss und auch 2020-79 in den Europaausschuss überwiesen.